Vorwärts! Ich bin müde. Wir müssen rasten. Okay, die... Ich muss mich bald ausruhen. Es soll geschehen. Wollen uns gerade auch nichts tun. Wirklich. Mana potentis parum. Was? Die Dämonen. Ah! Priest Alia. Sag, was du von mir willst. Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut. Okay, die... Mann, ist nicht so das Problem. Zum Glück sind das scheinbar nicht viele Elfen. Was ist los? So soll es geschehen. Oh, da ist das Weihwasser schon mal. Der kann zu dir. Das Weihwasser, was übelst schwer ist. So, ein Kriegshammer plus 2. Also nichts Besonderes. Und ja, die leichte Armbrust kann auch zu ihm. Ja gut, er ist immer noch verwirrt. Oh, er ist sehr verwirrt, er greift Monastran. Gut, eine Halskette, die wir identifizieren können. Eine Feuerlanze. Ah ne, Flammenschlag. Wow. 5 Ladungen Fallen finden und 5 Ladungen Gesinnung erkennen. Worum handelt es sich? Sofort! Okay, hier drin ist niemand. Ist das alles? Hey, nochmal ein Feuerschlag und ein Konzentrationstrank. Wie kann ich es? Es soll geschehen. Ja, noch bin ich zum Glück nicht so sehr auf Tränke angewiesen. Zum Glück ist der Tankbehälter auch recht groß. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Versteck hinter dem Bild, aber das ist ein Regal. Oh, mal wieder mal was Tee und Wahrnehmungstränke. Das ist Lähmung aufheben. Nee, falsch. Der da rein. Okay, das ist kein Mama-Tee. Filtergereinigung. Okay. Gut. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ich mach so schmerzlos wie möglich. So, der Rast können wir einlegen, wenn wir diesen Turm fertig sind. Oh, ein Ring. Also wieder Zeug. Den Ring kannst du identifizieren? Nein.
Dann identifizier du ihn bitte. Kannst du nicht, weil jetzt haben wir definitiv keine Zauber mehr? Nee. Da. Ich werde tun, was ich kann. Nee, hab ich nicht. Okay. Ja. Hä? Das ist ein Regenerationstrank? Ja, das ist ein Regenerationstrank. Okay. Sag was vorwärts! So, damit haben wir hier oben schon mal alles abgedeckt und wir kommen hier nicht raus aus diesem Turm. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Kann ich helfen? Ja. Du kannst der Hass sprechen. Du kannst Kettenzauber doch sprechen. Du kannst bei dir selber noch Hand auflegen. So. Ihr kommt hier nicht durch, Eindringlinge. Okay. Ich werde tun, was ich kann. Ich höre. Du da unten zauberst auch noch. Was, wenn es sein? Ja. Okay. Kann ich helfen? Ja, du kannst mal verschwinden. Was ist los? Mit Vergnügen. Helft mir doch. Sag, was du willst. Wie kann ich helfen? Jawohl! Meld! Genau, haut auf den Zwerg ein. Dein Befehl? Ich möchte mich an ihn einmischen. Vielleicht sollten wir eine Rast einmischen. Wenn ich noch einen Schritt mache, muss allen mir die Füße ab. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Eine Schande, dass wir gewaltig machen, so schmerzlos wie möglich. Auf ihn, Klinge! Die Dämonen des Schlafes jagen. Ich brauche eine Pause. So, jetzt sind alle. Ja, vorwärts! Sag was! Können Ruhe mitnehmen, was wir hier so finden. Oh, ein verdorbenes Schnelligkeitsöl. Oh, und der Oberpriester hat sogar was gedruckt. Und wir haben ein Kettenhemd. Und noch ein Stück der kaputten Maschine. Okay. Ja, das Schnelligkeitsöl, das taugt nichts mehr. Habe ich noch jemandem Heldentrick gegeben? Ja, dir. Okay. Abwehrtrank. Der setzt die Rüstung auf 0. So, Stück einer kaputten Maschine. Verwundbarkeitskugel. Ja, könnte beides nicht identifiziert werden. Also gehen wir weiter an dich weiter. Die können da rein. So. Wie kann es soll geschehen? Das heißt, wir können ihr dann berichten, dass die Priester zur Ruhe gebettet sind. Und ihr das Weihwasser geben, was wir gefunden haben. Vorwärts! Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Die Priester haben ihre Ruhe gefunden. Ich danke euch. Ihr wisst nicht, wie mir das bedeutet. Die Priester der Hand der Sedarin haben jetzt Frieden gefunden und können jetzt leben nach dem Tod. Möge dies euch bei eurer Sache helfen. Wir sind zurück zu Denaini gegangen und haben ihr gesagt, die Priester würden nun alle Frieden ruhen. Sie war sehr dankbar, dass sie nun ihr Leben nach dem Tod beginnen können. Möge ihr Frieden finden. Eine Schleuder? Eine Schleuder. Edleys Schleuder, der Halbling Kriegerspitzbube Edley, Dornstrauch war ein Besitzer dieser feinen Waffe. Für einige war Edley ein Schuft, aber viele andere sahen in ihn einen Helden.
Ungeachtet dessen, dass die meisten Halblinge etliche in der Öffentlichkeit als Schurken und schlechten Einfluss auf die Halblingkultur hinstellten, verehren und bewundern ihn viele insgeheim. Etliche Scherze und Abenteuer sind einigen Volksliedern waren amselang festgehalten. Oder waren amselang festgehalten. Plus zwei Geschossschaden, ETW. Du hast immer noch nur eine Schleuder plus 1, das heißt. Ja, ETW und Geschossschaden. Sind auch nicht so der Hammer. So, und das Weihwasser hier. Ich habe hier etwas heiliges Wasser gebracht, um die Becken zu reinigen. Ich habe Weihwasser mitgebracht, damit kann ich die Teile hier reinigen und diesen Ort der Schönheit wieder etwas zu seinem früheren Glanz verleihen. Ich weiß es nicht viel, aber bitte nehmt dies zum Dank. Wir haben den Naini das Weihwasser gegeben, das sie wollte, um die Teiche des elfischen Schreins wieder aufzufüllen. Ja. Oh, das sieht das Ganze wirklich wieder etwas besser aus. Und wir haben einen Helm gekriegt. Den wir auch erst identifizieren müssen. Ja, aber jetzt sieht das Ganze schon wieder besser aus. Diese Statue stellte einst einen Elfengott dar, ist aber nun verfallen. Ja. Aber dafür sind die Becken jetzt wieder gefüllt. Und wir haben immerhin einen guten Batzen Erfahrung gekriegt dadurch. Stufenaufstieg habe ich nicht verpasst. Die beiden haben als nächstes ihre Stufenaufstiege. Dann kommen die beiden hier. Gut, das heißt, wir können wieder hier raus. Sofort! Dann würde ich sagen, machen wir gerade im Uhrzeigersinn weiter und gucken uns als nächstes den Turm an und dann zu guter Letzt den Turm. Ich möchte mich ja nicht einnehmen. Ja, ja, wir rasten jetzt. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Sehiria. Sehiria, macht es dir etwas aus, wenn wir uns hier ausruhen? Nee, wenn ihr euch ausgeruht habt, dann können wir spielen. So, gut. Das heißt, alle sind wieder fit. Und wir können mal gucken, was wir hier haben. Intelligenzbonus plus 1. Symbol des Labellas Enoret. Dieses magische Symbol des Elfengottes Labellas Enoret erhielten viele Elfenmagier der Hand des Eldarin. Es war eine Erinnerung an den elfischen Gott der Langlebigkeit und Zeit und verstärkte die magischen Attribute seines Trägers. Wär doch was für dich eigentlich. Sie hat halt auch hohe Intelligenz, aber... So, das verringert zwar die Rüstungsklasse, aber... Ja, du hast nichts, auch wenn dadurch deine Rüstungsklasse ziemlich weit abnimmt. Aber du wirst halt auch oft getroffen. Was haben wir noch? Dieser Kranz aus Lorbeerblättern und Rosen, eine Gabe der Kirche. Ja gut, du hast den Stein, der dir nicht viel bringt. Dann trag du mal das Ding. Auch wenn Charisma jetzt nicht unbedingt das ist, was du brauchst, aber Brenno, ihr braucht auch kein Charisma. Da ist ein Helm, glaube ich, besser. Auch wenn es die Rüstungsklasse verbessert. So, was hat's mit dem auf sich? Diese Rüstung erlaubt das Wirken von Magiezaubern. Aber ansonsten nichts Besonderes. Also schade. Kann er nicht anziehen, weil er ein Reinmagier ist.
Heiliger Ring. Priesterzauber Heiligtum. Feinde ignorieren den Priester, solange er keine Angriffshandlungen durchführt. Wirkungsdauer 12 Runden. Hm. Man merke, wir finden wenig Ringe. Wie ist deine Geschicklichkeit? Das wird dir nichts bringen, nein. Dir auch nicht. Dir auch nicht. Und dir wahrscheinlich auch nicht. Nee. Hm. Leider können wir den auch nicht da reinpacken. Also weg mit dem.